Guten Tag, ihr Lieben. Ja, alles gut? Ja, ich habe mir gedacht, ich habe gerade mal gesehen, wie ich die Quest mit der Brücke etwas weiter gemacht habe. Die habe ich ja. Oh, die ist ja schön. Die habe ich zwischendurch so ein bisschen weiter gemacht. Und dann habe ich gerade gesehen, dass. Nicht wundert, wenn es raschelt und knistert im Hintergrund. Meine kleine Katze dreht gerade durch. Und sie liebt Tüten. Hallo. Beklopptes Tierchen. Und ich habe mir gedacht so, hey, die Quest kommt dem Ende nahe. Ist fast zu Ende. Ich sollte euch wieder mitnehmen und das tun wir jetzt auch. Und guckt mal da unten. Also, wir haben gerade Montagabend, wo ich das aufnehme. Und da ist eine riesen Friesenversammlung. Und einen Stein mit blauen Dingern. Halleluja. Alles Friesen. Zum Großteil. Sieht fast aus wie die Friesenquadrille. Sehr nice. Friesische Sportpferde, denke ich mal, sind auch dabei. Oder Andalusier. Er sieht zumindest aus wie ein Andalusier. Oder ist das auch ein Friese? Auf jeden Fall ist er sehr hübsch. Huch! Ja. Dann wollen wir die mal hier ihre Party machen lassen. Und wir gehen mal zur Brücke. Und dann machen wir die Brücke. Wie ihr da oben seht. Ist fast fertig. So, lieber Baumeister. Der letzte Teil der Reparatur. Das hat ja prima geklappt. Es bleibt nur noch ein kleiner Teil übrig. Dann sind wir fertig. Los, Ruby, zusammen schaffen wir das. Schon bald kannst du über die Brücke durch das Grüntal an der Küste entlang nach Jarlheim und zum Jorvik-Stall reiten. Cool. Zuerst müssen wir die Stelle markieren, an der das Fundament stehen soll. Nimm diese Stöcke und stecke sie dort in den Boden, wo das Fundament später sein soll. Dann erst können wir uns um die Drähte kümmern, die die Brücke oben halten. Zurzeit ist alles noch zu instabil. Wenn das Fundament fertig ist, können wir die Drähte zwischen den Pfeilern und dem Fundament spannen. Ja, dann machen wir das doch mal. Platziere hier. Stock. Stock platziert. Gehen wir mal wieder zurück. So. Sehr gut. Wir fangen mit dem Fundament an. Ja, coole Sache. Dann hau mal rein. Zementkurs Teil 1. Och, nö. Zeit, ein Fundament zu gießen. Dafür brauchen wir Zement. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, wie immer. Die gute Nachricht ist, dass ich Experte im Mischen von Zement bin. Ich hatte die besten Noten in der Uni. Die schlechte Nachricht ist, dass ich sehr anfällig für was? Ach so, dass ich sehr anfällig für Schwindel bin. Sobald ich einen Zementmischer sehe, dreht sich alles nur noch im Kreis. Ach so, ja. Ich werde dir genau erklären, wie es funktioniert, Ruby. Du wirst genauso ein Experte wie ich. Wir fangen mit wenig Zement an. Später kannst du mehr machen. Zuerst musst du Zementpulver in den Zementmischer schütten. Zuerst muss das Zementpulver in den Zementmischer geschüttet werden. Nimm die Zementsäcke, die hier in der Nähe liegen, und schütte sie in den Mischer. Das Pulver kommt in den grauen Trichter. Okay. Zementsäcke da oben. Du,
Was ist denn jetzt da? Muss ich wahrscheinlich wieder vom Pferd absteigen. Und no? Muss ich jetzt wieder nach dem Rennen? Wahrscheinlich. Ja. Dann rennen wir mal runter. Was möchtest du denn? Hm? Gut, das war doch nicht schwer, oder? Nein, ich möchte weitermachen. Zusätzlich zum Zementpulver brauchen wir noch Wasser. Genau, ganz normales Wasser. Es ist recht weit runter bis zum Wasser. Aber es ist mir gelungen, einen Schlauch zu legen und das Wasser anzuzapfen. Der Schlauch ist an einer Pumpe angeschlossen. Ich weiß, eigentlich könnte ich das Wasser von der Pumpe holen. Aber sie steht so nah am Abgrund. Füll den Eimer mit Wasser und fülle es dann in den blauen Trichter des Mischers. Dann gehst du wieder zur Pumpe und das Ganze fängt wieder von vorne an. Nach ein paar Mal bist du fertig. Oh, verdammt. Oh, Lucy. Manchmal. Manchmal. Dieses Kätzchen. Wehe, du schmeißt da alles runter, Lulu. Was schon erfüllt die Anforderung? Spinnertier. Das hat ja gut geklappt. Das war doch nicht schwer, oder? Nein. Na dann, der Zementmischer ist jetzt fertig. Es bleibt nur noch zu überprüfen, wie der Zement geworden ist. Bist du soweit? Ich bin schon ganz aufgeregt. Nimm den Eimer dort und füll ihn mit Zement. Komm dann zu mir und wir werden den Zement gut begutachten. Gut beobachten, ja. Das machen wir auch. Merci beaucoup. So. Jetzt nehme ich mal das Pferdchen wieder mit. Kursabschlussprüfung. Lass uns sehen. Dieser Zement ist ja toll geworden. Du hast richtig Talent. Du bist dennoch ein Anfänger und deswegen kann ich dir den Zementmischer nicht einfach so überlassen. Einmal am Tag muss reichen. Sonst riskieren wir, dass der ganze Bau daneben geht. Nenn mich langweilig, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Wow. Wow, schau dir nur diese Brücke an, Ruby. Das haben wir wirklich gut gemacht. Vielen Dank. Um die Eröffnung der Brücke zu feiern, solltest du eine Rakete in den Himmel schießen. So werden alle wissen, dass die Brücke endlich wieder repariert ist. Nimm diese Rakete und schieß sie aus der Flasche hier neben mir ab. Dann machen wir das. Wo ist denn die Flasche? Setz die Rakete in die Flasche, Ruby. Ja. Wenn ich doch mal wüsste, welche. Wo hat der die Flasche denn? Eumel, wo hast du die Flasche denn versteckt? Hä? Na, komm. Hallo, danke. Oh, da kommt die Friesenbande. Joho, hallo. Mal eben so hier hingebackt.
sieht schon cool aus. Wie süß. Ja, und noch einer. Ja, dann. So. Flasche, 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 Flasche. Nirgendwo Flasche. Ich finde die Flasche nicht. Wo bin ich dafür zu tun? Oh, ja, ganz toll. Logisch, dass ich die nicht finde. Hui. So. Hui. Jetzt ist die auch wieder repariert. Gute Sache. Oh, ich bin doch gerade auch da hochgegangen. Danke. Herrlich, Ubi. Jetzt sind wir fertig. Ich werde so schnell ich kann nach Jarlheim fahren. Ich muss nur schnell hier aufräumen. Komm mich doch irgendwann mal in Jarlheim besuchen. Ich wohne gleich neben dem Rathaus, wo unsere vornehme Bürgermeisterin, Evelyn, residiert. Warte mal. Mir ist gerade etwas eingefallen, Ruby. Du magst doch Pferde, oder? Wusste ich's doch. Manchmal bin ich sehr schlau und aufmerksam, musst du wissen. Mir entgeht nichts. Jarlheim liegt ja direkt neben dem Jorvik-Stall. Du musst ihn dir einfach anschauen. Er ist weltberühmt. Falls du Hermann, den Leiter des Stalls, triffst, bestell ihm schöne Grüße von mir. Du musst jetzt los? Okay, ich verstehe. Vielleicht solltest du erst mit diesem Mann auf der anderen Seite der Brücke sprechen. Er winkt schon die ganze Zeit. Mach das. Er scheint etwas zu wollen. Wir sehen uns in Jarlheim, Ruby. Reite über die Brücke in die Erntefeld-Provinz und sprich mit dem Mann. Dann tun wir das jetzt. Willkommen in der Erntefeld-Provinz. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange hier sein. Ein bisschen Zeit habe ich aber noch. Komm, rüber da. Mal irgendwas gucken. Ja. Schon schön. So, wo ist denn der winkende Mann? Habe ich den nicht gesehen? Doch, da ist er. Atfield. Habe ich Halluzinationen? Why? Sehe ich richtig? Ein Gast! Ein Gast! Ja. Willkommen in meinem Gasthaus. Was? Du willst nicht reinkommen? Du willst lediglich wissen, wie du zum Jorvik-Stall gelangst? Mein erster Gast seit Jahren und dann so etwas. Aber die Brücke ist wieder ganz. Stimmt das ehrlich? Reite über die Brücke und komm dann wieder zu mir, dass ich es dir auch glauben kann. Reite los. Ja, machen wir das mal. Auch kein Problem. Jui. Thank you.
So. Schön, die Brücke ist tatsächlich repariert. Das ist fantastisch. Fantastisch. Ich bin Ed Field, der einzige, schönste und beste Gastwirt in der Erntefeldprovinz. Ja. Okay. Gut, jetzt hätte ich hier zwar noch eine Quest von dem Ed, aber... Was? Ach so, ja. Da ich nicht ganz so viel Zeit habe heute... Wollen wir mal irgendwas gucken? Nein, gut. Da ich nicht ganz so viel Zeit habe heute... Nein, 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 nein. Rückwärtsgang, danke. Ja. Na gut, mit dem Blick auf die Brücke machen wir dann mal Feierabend. Da ich ja wie gesagt nicht ganz so viel Zeit habe heute. Und dann, wenn ich die Quest da unten ist, dann das nächste Mal einfach mal machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.